So. Willkommen zurück zu sorry, falsches Spiel. Wir sind in Evil Village. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört. Und jetzt müssen wir zum nächsten Gebiet. Das wäre dann wohl hier. Wenn ich jeden Tag so nur, ich habe jetzt so geplant, ich nehme jeden Tag so ungefähr eine halbe Stunde auf, sodass ich jeden Tag eine Folge hochladen kann. Dann bin ich zwar erst im Gefühl 20 Tagen durch mit dem Spiel, aber ich habe auch länger was davon und solange muss ich Spoiler umgehen. So, wir sind hier in einem Puppendorf, das gefällt mir schon mal gar nicht. Hängende Puppen überall. Einfach durchlaufen. Wir stürzen eh gleich wieder runter, wollen wir retten? Was? Ich kann nicht drauf zielen, genauso wie mit Evelyn in Teil 7. Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Mir? Ja. Was geht hier vor? Das ist doch eine Falle. Safe. Hier geht's noch nicht rein. Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Rose ist anders. Alle verlassen sie. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Dann sag Das doch, ist was mit nicht Rose real. ist. Aber wenn das nicht real ist, ich meine, ich glaube, dass es nicht real ist, aber woher weiß denn sie das? Mann. Okay. Irgendwie habe ich gerade ein Nicht jetzt, Déjà-vu. jetzt. Gab's das schon mal in irgendeinem Spiel? Ich habe gerade übelst das Déjà-vu. Ah, hier ist das Foto für. Was zum Teufel? Die Karte ist weg. Ich glaube zwar nicht, dass das eine gute Idee ist. Hier kann ich auch nichts. Ah, doch. Ich wollte schon sagen, ich kann gar nichts drücken. Ich habe jetzt allerdings keinen Aufnahmetimer, wenn ich. Achso, doch, das sehe ich ja. Komm zu mir, Ethan. Oder komm mit mir. Bitte nicht nochmal so ein Lichtausfall. Weil ich habe das Gefühl, dann kommt ein Jumpscare. Mann. Ich habe mir jetzt Insektenspray gekauft, also wir sollten bald dieses lästige Fliegenproblem los sein. Ah, das ist dieses Haus. Ich erinnere mich aus der gestrigen Aufnahme. Da haben sie doch gesagt, hier ist diese kleine Puppe drin, wo angeblich noch nie einer entkommen ist. Bin gespannt. Der Bereich ist auffällig. Muss ich, glaube ich, mit Pistole machen. Ich glaube nicht, dass ich da hätte das Messer nehmen können. Ich sammle oder ich krieg sowieso nicht alle Ziegen, von daher.
Außen hui, innen. Nee, warte, andersrum. Außen fui, innen hui. Sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Hier kommt man nicht rein. Oh, ich fühle mich so langsam. Sieht doch schick aus hier. Sorry für die Klatsche oder Geräusche nebenbei, ich muss aber hin und wieder mal Fliegenklatsche spielen. So, was haben wir hier? Es ist zu friedlich. Trau dem Braten nicht. Mann. Ein Sicherungskasten, oh nein, oh nein. Ich habe eine Ahnung, was jetzt kommt. Bitte nicht das, was ich denke. Horror Game Instinkt Warnung. In diesem Gang wird irgendwas passieren. Der ist zu gerade und zu auffällig. Hier kann ich nicht rein. Okay, ich korrigiere dieser Gang. Zu einfach. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wusste, dass der Strom ausfällt. Was? Wo ist meine Waffe? Die hat mir alles genommen.
Die hat mir alles genommen. Ich habe nichts im Inventar. Und die hat einen Escape Room draus gemacht. Ich muss einen Code finden. Okay. War das jetzt random? War das jetzt Glück, dass ich was rausgefunden habe? Nehme ich die Puppe einfach auseinander. Ich glaube, das geht nicht. Etwas scheint in ihren Mund zu stecken, aber kommt man nicht ran. Mann, ich wollte doch das andere nehmen. Okay, nee, da komme ich nicht rein. Nicht ran. Mit einer Schere. Wenn dieses Haus hier nur ein Escape Room ist, quasi, habe ich da nichts dagegen. Weil Puppen sind mit das Creepigste. Es ist verschlossen. Bringt mir nur dezent was. Ah, ich brauche das aus dem Auge. Aber ich brauche eine Schere. Also Fakt ist, ich muss ja das Auge rausnehmen. Kann das Wasser bitte aufhören zu laufen?
Wenn man weiß, wie es geht, ist das wahrscheinlich gar nicht so schwer. Allerdings. Ich muss mal. Okay, 15 Minuten. Ich muss nämlich immer mal hin und wieder schauen, wie weit wir sind. Ich möchte keine zu langen Folgen mehr machen, glaube ich. Der Escape Room wird sich sowieso noch über mehrere Folgen strecken. Hier in dem Mülleimer hätte man doch was verstecken können. Oder hier, aber es geht da nicht auf. Warum ist da ein Foto von Mia? Puppe ist Mia? Warte, die Puppe ist Mia? Ja, gib mal den Ring her. Kann ich den Ring irgendwo einsetzen? Ich muss irgendwie diesen Arm entfernen. Ich weiß nicht wie, weil hier steht Unterarm entfernen nach links drücken. Mache ich hier die ganze Zeit, aber es will nicht. Ah, jetzt geht's. Auf einmal. Aufziehschlüssel. Mein Gott. Ah, den Ring sauber waschen. Das ist mir absolut nicht geheuer. Wie kommt die hierher? Ah! Ich muss irgendwas austauschen. Wahrscheinlich ergibt das ein durchgehendes Muster. Mein Gott, ey.
Könnte auch sein, dass das ganz vorne hinkommt. So. Nee, warte, so muss das. Ja, man muss nach dem Muster gucken. Ohne Scheiß, das ist gerade echt. Das ist mega gruselig gerade. War das so gruselig, also, wie soll ich sagen? Es ist so mega gruselig, weil es so still ist und so dunkel teilweise. Du weißt nicht, was jetzt noch kommt. So, Pinzette. Was erfahren? Da kommt das Auge rein. Aber das kriege ich nicht raus. Ich muss irgendwas mit dem Arm machen. Kommen immer mehr dunkle Geheimnisse an den Star, ans Licht. Was darf Ethan nicht erfahren? Da steht doch wer. Kurzer Lag. Eins soll ich das ordnen, ne? Rose, bester Freund auf der ganzen Welt, die Geschichte liebt sie. Mann! Der Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Geschichte liebt sie. Dann kommt das. Das Wichtigste in unserem Leben. Hochzeitsgeschenke und Oma. Warte, da muss das noch getauscht werden. Rose bester Freund war der Affe. Oh, ich krieg ja noch eine Macke. Ach, das ist auch gleichzeitig so ein Puzzle, ne? Warte, ich muss mir Stichpunkte machen. Affe, Buch,
Affebuchkind. Affebuchkind. Affebuchkind Boxring. Ja. Habe ich schon erwähnt, wie gruselig Puppen sind? Hier guckt, hier oben ist eine Schere. Sobald ich die aufnehme, wird da unten irgendwas durchgreifen oder irgendwas. Wollen wir wetten? Das ist nicht ohne Grund so. Antwort ist nicht viel. Nee. Das ist also das Telefon aus Teil 7. Wovon redest du? Ich liebe euch beide über alles. Ich muss das tun. Hä? Da kann man irgendwo das Baby einsetzen. Ah. Was hast denn da Schönes? Eine Messingscheibe. Was mit Rose? Tell me more. Wartet kurz. Okay, wir sind bei 30 Minuten. Ich speichere noch einmal. Diese Messingstäbe könnte man doch hier hinten einsetzen. Oh, ich kann damit interagieren. Mein Gott, ey. War das richtig? Das war jetzt voll random. Ich wusste doch nicht, was ich da oben... Wait. Mann. Ach, das Auge ist ein Hinweis. Ich
dachte, das Auge muss man rausnehmen. Ich habe gedacht, das Auge ist zum Rausnehmen da. Nee. Sorry, but no. Ich mach Schluss für heute. Oh, shit, wenn es da unten dunkel wird, das wird nicht schön. Glaube ich. Okay, wir machen beim nächsten Mal weiter. 30 Minuten ist eine gute Zeit für eine Folge. Beim nächsten Mal begeben wir uns in diesen dunklen Bereich dieses Hauses. Und dann werden wir, denke ich mal, bestimmt Jumpscares oder andere Schocke-Momente erleben. Wir haben keine Waffe, nichts. Oh, weia. Macht's gut, bis dann. Ciao.